Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan UWL Teuton. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute das Heilzauber-Event spielen und ich habe das noch nicht angespielt, weil ich das unbedingt mit euch spielen wollte und auch ein bisschen Clash Royale Ruhe haben wollte. Das liegt daran, ihr seht es oben, ich bin bei 2696 Pokalen. Das heißt, ich habe immer mal wieder gewonnen, immer mal wieder verloren. Nutze jetzt auch so ein bisschen tatsächlich andere Decks hier. Aber nichtsdestotrotz wollte ich die Heilzauber-Event-Herausforderung hier spielen, was ich tatsächlich aus so einer Truhe hier bekommen habe. Das ist eigentlich der Hammer. Und zwar zeige ich euch gleich. Wir machen die erstmal auf hier. Kobolde, Rambock, jawohl. Dann machen wir die auch gleich auf. Dann haben wir auch gleich einen Platz wieder frei. Ein Magier, Sperrkobolde, naja, okay. Aber das, was ich tatsächlich bekommen habe, hier oben, den habe ich dazu bekommen. Also nicht dazu bekommen, ich hatte ihn ja schon auf Level 2, aber ich habe noch eine legendäre gefunden aus dieser billigen Truhe, also diese 3-Stunden-Truhen, die es gibt. Fand ich natürlich sehr nett, dass der schon langsam auf dem Weg nach oben ist. Und wir spenden eben aktuell, können wir auch die Clan-Truhe wieder spielen. Was battle ich denn nochmal? Ich battle den Elixiersammler im Moment. Da geht auch wirklich nicht viel hier, muss ich mal dazu sagen. Den kriege ich hier ganz, ganz wenig gespendet und mal sehen, wie lange das noch dauert, bis ich den überhaupt mal voll habe. Ich habe natürlich doch schon mal reingespickert hier und den ersten Kampf hier verloren in dem Event hier. Ja, ist egal. Dann müssen wir mal in den zweiten Kampf rein und mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser wird. Oh, den Eismagier, den kann ich gar nicht spielen. Aber ist egal, deswegen spiele ich genau die Karten, die ich nicht spielen kann. Und dann gucken wir mal, was das hier jetzt im zweiten Anlauf so gibt. Mal schauen. Okay, wir spielen Sami, Penta. Ich weiß gar nicht, warum das manchmal in einer anderen Sprache auftaucht. Diese Arena hier. Und okay, was haben wir da? Er kommt also mit dem Flunky hier. Der muss natürlich jetzt erstmal laden. Ich denke, da geht in jedem Fall jetzt mein Schwein. Na, geht das Schwein noch durch? Ja, das Schwein kriegt wenigstens einen Hit. Und er heilt den Flunky durch. Wie niedlich. Alter, das ist ja geil. So, der Flunky lädt jetzt auf. Jetzt muss ich allerdings den Flunky auch mal eben kontern von zwei Seiten vielleicht. Ah, wie blöde. Na, ich weiß wieder nicht, wie ich den verteidigen soll mit den Truppen hier. Das ist natürlich scheiße, dass ich wieder so einen Mist hier drin habe. Das habe ich mir jetzt wieder selber zugeteilt. Okay, die gehen jetzt aber erstmal stramm durch. Die Musketierin stirbt und die gehen auf den Turm. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Schwein gleich hinterhergeschickt. Und er kommt da zwar mit dem Königsriesen, aber ich habe den ersten Turm. Und er natürlich auch. Ja, weil der Flunke eben, glaube ich, nochmal geschossen hat. Wir gehen jetzt aber schon hinten hart auf seinen dritten Turm. Aber ich muss jetzt dringend eine Karte haben hier. Dringend, dringend. Ich muss dringend eine Karte haben. Sonst macht er mir meinen Turm kaputt. Wieso setze ich den Scharfrichter denn jetzt wieder nicht? Eieieiei. Okay, da hinten kontert er schon wieder mit dem Flunky. Dann setzen wir ihm mal den Minenwerfer direkt davor, dass der den erstmal anhittet. So, die darauf gesetzt, den nochmal hat nichts gebracht. Den zu friesen war natürlich doof. Aber mal gucken, ob wir nicht mit dem Rambock hier ein bisschen was reißen können. Und jawohl, der ist weg. Das ist super, Schwein hinterhergesetzt. Aber jetzt bin ich hier unten wieder in Nöten. Er kommt hier zweimal mit dem Großen hier und macht ganz schön Kavems hier. Also da geht einiges. Ich muss nochmal einen Rambock nachschicken.
und nochmal ein Elektromagier. Kommt Rambok rein da und macht den Turm kaputt. Jawohl, wir haben das, den aber gepackt. Oh. Mensch. Ja, das sind immer die Sachen, die ich dann überhaupt nicht spielen kann. Und wo ich dann auch manchmal überhaupt nicht weiß, wie ich mir da helfen kann. Jetzt habe ich immerhin einen gemacht. Und wie viel brauchen wir denn eigentlich hier? Was kriegen wir hier? 2,5 für, oh, 4 Stück. Naja, gut. Ja. Ein bisschen an Gold kriegen wir ja schon mal rein. Wir brauchen so ein bisschen Gold, um das ein oder andere hier zu leveln. Ich glaube, ich kann immer besser die Hexe kontern, auf jeden Fall mit den Barbaren. Da nehme ich den Elektromagier, den kenne ich wenigstens. Und dann weiß ich, Heal Draft Challenge. Okay, jetzt stand es da mal in Englisch. Steht wahrscheinlich in immer ganz, ganz vielen Sprachen da. Den Grabstein, ja, diesen Nerv auf Grabstein setzen wir jetzt mal hier hin. Und gucken mal, dass wir schon mal so ein bisschen was aus der Luft hier gleich schaffen. Damit hier der Bowler gar nicht erst so super stark reinkommt. Wir frosten die Truppen hier mal. Aber er hat hier unten auch schon Barbaren gesetzt. Sehe ich gerade. Die er auch drin hatte. Schafft unseren Turm auch schon gar nicht schlecht. Und das Friesen hat überhaupt nichts gebracht. Okay, da setzen wir gleich noch einen Turm dahin. Von diesen kleinen Skellies. Aber er hat da hinten so einen kleinen Minenwerfer. Okay, den können wir aber wegmachen, den Minenwerfer. Oh, die Musketierin, sag mal, wie lange steht denn die da? Das geht ja gar nicht. Ich habe einen Heilzauber, was soll ich da denn mit? Ach, shit, ey. Da kann ich ja gar nichts mit. Oh, was ist denn das hier für ein Deck? Jetzt muss ich ein bisschen predikten, so heißt das, glaube ich. Und, da habe ich gegen den Rambok prediktet, okay. Mal sehen, ob die den schaffen da hinten. Die schaffen das, nicht ganz, aber den Blasrohrmenschen da, den haben wir in jedem Fall gepackt. Oh Mann. 144, nur noch mein Turm, der ist verloren. Guck mal, wie viel ich da hinten noch machen muss mit dieser Truppe hier. Ja, das geht ja gar nicht. Eieiei, okay. Dann Elektromagier mal hinterher. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn hier heilen? Hä? Was soll ich hier heilen? Jetzt muss ich einmal predikten. So heißt das immer. So, was soll ich hier heilen? Jetzt kommt er schon mit seinen Pfeilen hier. Ich setze ihm einfach jetzt einen Grabstein hier davor. Das ist mir jetzt auch so egal. Oh. Ey, was ist das für ein Kackdeck? Hä? Ich meine, wen soll ich hier jetzt durchheilen, der hier jetzt durchgeht? Keine Ahnung. Aber jetzt gehen ja wenigstens noch ein paar von meinen Truppen hier durch und ich kann sie ja jetzt mal heilen. Dann habe ich den jetzt einmal angewandt, den Heilzauber, aber der Bowler schubt natürlich meine Truppen immer schön zurück. Jetzt kommt hier nochmal der Rambok rein. Und die letzten 20 Sekunden laufen, also. Das war jetzt wieder irgendwie scheiße. Viele Truppen gesetzt, aber er hat einfach das bessere Deck. Da kann ich nichts machen. Da kann ich hier unten noch den Heilzauber hinsetzen. Ja, und dann habe ich ihn wenigstens mal geworfen. Also so ein Schwachsinnsdeck, ey. Meine Herren. Naja. Ja, die Herausforderungen sind immer ziemlich schnell mit mir gespielt. Da bin ich auch echt froh rum. Ma, doof. Ah, okay. Ich bin Flunky. Ich verteidige lieber den Flunky. Echt. Ich nehme die Prinzess. Den Holzfäller, ja, den können wir mal nehmen. Den kenne ich nämlich nicht. Heilzauber. Ja, ich nehme wieder den Heilzauber. Yeah. Dann kriege ich ihn wenigstens hier im Spiel. Und, das ist ja so doof. Eieiei, okay. Was ist denn das hier für eine Armee? Jo. Das ist ja richtig die Armee des Todes hier. Kann man ja gar nicht anders sagen. Hier geht richtig was. Und, deswegen setzen wir hier mal einen Heilzauber. In der Hoffnung, dass der Eismagier geheilt wird.
und die Princess wenigstens noch einen Hit kriegt. Jawohl, die kriegt noch einen Hit. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ja, der ist jetzt natürlich ganz aufgeladen da hinten. Das ist aber nicht so schlimm. Komm, mach den doofen Flunky. Oh, dieser Flunky. Und wieder der Flunky. Ich kriege ihn nicht kaputt. Und das ist ein Flunky auf Level 1. Ja. Und ich kriege den nicht kaputt. Das ist nicht mein Game hier. Ich mache auch keine Aufnahmen mehr. So. Stimmt natürlich nicht. Blasrohr. Blasrohr-Kobold. Was ist das? Komm, ich heile den Flunky hier. Na? Heilung auf den Flunky. Mensch, bin ich froh, dass das Event für mich vorbei ist. Also so eine Kackdex hier. Ich weiß, ich suche sie mir selber aus, aber ja, da habe ich einfach viel zu wenig Erfahrung mit Karten, die ich hier nicht spielen kann. Und kriegen wir wenigstens so ein bisschen was hier. Ein Ballon ist so in Ordnung. Alles für mich cool. Und dann spende ich hier wenigstens einen Schweinereiter, aber mal sehen, ob wir nicht mit unserem jetzigen Deck, was wir zurzeit haben, wenigstens hier ein Spiel gewinnen. Ich meine, wir haben ja eins gewonnen, aber mehr recht als schlecht, hätte ich fast gesagt. Und der Gegner hier kommt auch schon ziemlich hart gleich hier ins Spiel rein. Wir hauen ihn aber da mal den Bowler hin, dann drehen die sich wenigstens. Und noch so ein paar kleinere Truppen. Ah, okay. Da hat er so ein, was ist das hier? Ah, er hat auch einen Elektromagier, okay. Den können wir aber kontern. Und jetzt macht mein Babydrachen wenigstens schon mal ein, zwei Hits auf seinen Turm. Den können wir natürlich irgendwie kontern, gar keine Frage. Bowler hier unten hingesetzt, dass der ein bisschen die kleinen Kobis da wegschubbt, dann passiert erstmal dem Turm hier jetzt nicht so super viel. Aber wir gucken mal, dass wir jetzt gleich auch unseren Friedhof hier setzen können. So, und dann nehmen wir mal den hier hinterher. Oh, jetzt heilt er da hinten sein. Ah, er hat den Heilzauber. Okay. Er hat den Heilzauber. Das ist in Ordnung. So, unsere kleinen Mini-Skellys mal hinterhergezogen, dass sie den Dicken hier so ein bisschen ablenken. Wenn der nicht durchkommt, dann bin ich schon absolut zufrieden. Aber der wird wohl sein Bömmchen gleich fallen lassen an meinem Turm. Oh, ja, da habe ich zu spät reagiert. Das war ein bisschen dusselig. Okay, da lässt er sein Bömmchen jetzt fallen. Und da ist er jetzt schon wieder mit dem Inferno dran. Okay. Das macht uns aber nicht so viel. Die ziehen wir mal mit dem Tornado vielleicht schon mal zum dicken Turm in der Mitte. Okay. So, mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Jo, da kann ich jetzt mal gerade nicht dran gehen. Das ist natürlich dösig, dass der hier jetzt durchkommt. So. Nochmal durchgegiftet da hinten. Oh ne. Ah, da hat er meinen Turm gekriegt. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich die... Oh, Kampf ist vorbei. Okay. Da haben wir auch noch... Oh, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Da haben wir auch noch hier verloren. Ich habe Pokale verloren, ja. Das war es wieder für mein schwaches Clash Royale Herz. Ich hoffe, die vormurkste Folge hat euch trotzdem gefallen. Und ich bleibe hier in jedem Fall am Ball, gucke mir noch ein paar Decks an und gehe jetzt auch mal, glaube ich, kurz ans Telefon. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ja heute noch in einer Folge Clash of Clans. Da dürft ihr gespannt sein, was da kommt. Und bis dahin, bye bye.